Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Und mir wurde angeraten, dass ich mich mit Radegundis nicht mehr allzu weit von Liliana entferne. Nicht, dass der gute Stan auf den Gedanken kommt, sich wieder in den Käfig begeben zu wollen. Vorher aber Liliana wegen Unverschämtheiten einfach erschlägt. Ich werde es berücksichtigen und mich möglichst dicht bei Liliana aufhalten. Andererseits liebt Liliana natürlich diese Nacks, die sich dann nennen Wühltiere. Während Radegundis und meine Wenigkeit natürlich ein ganz offensichtlich Liebhaber von Mavaris sind, bin, ist. Und ich hoffe natürlich, das führt zu keiner Ehekrise zwischen den beiden. Das wäre sehr bedauerlich. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Aber da draußen gibt's noch mehr davon. Ja, nicht wahr? Das habe ich befürchtet, dass du das so sagst, mein Freund. Ich werde auch bei Zeiten wirklich dafür sorgen, dass sie dich alle wiederfinden. So, jetzt möchte ich allerdings mich noch ein bisschen mehr auf die Folter spannen, weil ich hatte das ja schon erwähnt in der letzten Folge, dass ich ja noch nie so eine Zwergin gespielt habe oder einen Zwergen. Und ja, ich bin gespannt, ob ich in der Stadt des Staubs auf Verwandte oder Freunde gar wieder treffe. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal ins Diamantenviertel gehen. Und bin gespannt, wie es da weitergeht um Belen und Konsorten. Also eins ist mein Fakt. Hat Belen meine Schwester weggegeben, bin ich für Harrimond. Ich kann es nicht glauben. Nee. Als ich hörte, dass ein zwergischer grauer Wächter in Orsama ist, habe ich so gehofft. Schau dich an, meine kleine Schwester ist eine kampferfahrene Veteranin. Sogar mit ungewöhnlichem Gefolge. Oh, wie schön! Rika, bist du das unter den ganzen Juwelen? Ja, stell dir vor, seit letztem Monat bin ich königliche Konkubine des Hauses Eduken. Mutter und ich wohnen jetzt im Palast. Unsere ganze Nachbarschaft fände problemlos allein im Badezimmer Platz. Ich wünschte, du könntest den kleinen Endrin sehen, aber er darf das königliche Kinderzimmer nicht verlassen. Den kleinen Endrin? Heißt das, du bist eine Mutter? Der kleine Endrin wurde kurz vor dem Tod seines Großvaters geboren. Sein Großvater, der König, ist das zu glauben? Mein Sohn ist ein Eduken. Der zukünftige König von Orsama verbringt seine Nächte in meinem Bett. Berat war eine Kröte. Aber ihm verdanke ich es, dass ich lesen, tanzen und massieren kann. Und was Belen sonst noch so an mir findet. Ja, das ist toll. Wirst du dann etwa Königin? Natürlich nicht. Seine Frau wird Königin. Aber mein Sohn ist ein Prinz. Dein Neffe könnte irgendwann auf dem Thron von Orsama sitzen. Ja, die Versammlung wird sicher Vernunft annehmen und Belen wählen, oder? Dann hast du es gehört. Dieser Lord Harrimond ist ein schrecklicher Mann. Belen hat mir alles über ihn erzählt. Belen glaubt, sein Bruder und Lord Harrimond hätten konspiriert, um ihm den Mord an Trian anzuhängen. Zum Glück hat er seinen Bruder auf frischer Tat ertappt. Als der König ihn fortgeschickt hat, hat Belen wochenlang geweint. Sag mir, dass du diese schrecklichen Gerüchte nicht glaubst. Natürlich nicht. Belen ist jetzt sowas wie ein Bruder für mich. Danke. Ich muss gestehen, es hat mir ganz schön Angst gemacht. Manche sind so wütend auf ihn. Sie würden uns verfolgen, wenn sie könnten. Aber deshalb bist du nicht hier, oder? Von der Oberfläche heißt es, dass schreckliche Dinge dort passieren. Die dunkle Brut greift an und die Menschen führen einen Bürgerkrieg. Ja, leider. Eine Verderbnis zieht heran, Rika. Mögen die Ahnen uns retten. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Ich hasse es. Solange es keinen König gibt, lässt die Versammlung lieber die Welt einstürzen, als auf das Gebot der Vernunft zu achten. Aber ich kann dich Wartek Gevorn vorstellen, Balens oberstem Hauptmann. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Ah, Wartek Gevorn? Ich habe noch einiges zu erledigen. Vielleicht können wir das auf später verschieben. Wartek verbringt die meiste Zeit in der Versammlung. Wir treffen uns dort.
Er wird dir eher zuhören, wenn ich dich vorstelle. Ich gelte als Balans Liebling. Oh, oh, Balans Liebling. Natürlich. Sowas ja auch. Ja, es ist natürlich so, dass wir die Wahrheit kennen, ja. Und Balan ist ja eigentlich ein fies Möb. Allerdings unsere kleine Radegundis. Unsere kleine Radegundis. Soviel ich von zwergischer Politik weiß, ist es nahezu überraschend, dass die Straßen nicht voller Blut sind. Ist das so? Unsere kleine Radegundis hat natürlich keine Ahnung von dem Ganzen. Die Unterstützung von Lord Balan erfolgt auf eigene Gefahr. Beweise legen nahe, dass Lord Balan eine umfassende Wehrpflicht einführen wollte. Eine was? Wehrpflicht? Aha, immer noch besser als in die tiefen Wege, als Kastenloser geschickt zu werden oder so. Waffengestell. Diamantenstreithammer. Ja, her damit. Warum nicht? Haben oder nicht haben? Hallo, Frau Adlige. Okay. Bin weg. Oh, Lady Days. Kann ich mit dir reden, Lady Days? Das zieht sich schon zu lange hin. Es beleidigt das Andenken von König Andrin. Ja, was denn? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber was auch immer das Andenken... Neraf, du kleine Schnecke hast mich vorhin einfach stehen lassen. Ich hoffe, ihr werdet Lord Harrimond unterstützen. Nee, so unverschämt wie du warst? Ekelhaften. Aktuelle Nachrichten! Glaubt Lord Harrimond, dass Orsamar die Zwerge ewig festhalten kann? Die Versammlung verlangt eine Antwort. Ja, ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, Balan, auch wenn er seine Brüder, so viel wissen wir ja, weil wir haben ja die adligen Zwergen auch angespielt, seine Brüder erschlagen hat, so ist er doch, Kammer der Versammlung, aha, so ist er doch offen für Neues, was Balan, was Harrimond natürlich nicht ist. Und hier ist die Halle der Bewahrung. Ich würde meinen, ich gehe erstmal in die Halle der Bewahrung rein, weil da haben wir ja erstmal eine, auf jeden Fall eine Quest für aufgenommen. Ja. Und zwar sollen wir ja für Bruder Birkel und... Die! Wer wagt es, die Erinnerungen zu bestehlen? Oh, das weiß ich nicht. Erzähl mal. Wächter, ich bin entsetzt. Oh nein. Ein Dieb in der Halle der Bewahrung. Wie tief sind wir gesunken? Habt ihr ihn gesehen? Ja, er hatte eine Glatze und trug ein gar schreckliches Zeichen auf dem Kopf. Fast so, als wäre er stolz darauf, kastenlos zu sein. Man stelle sich nur vor. Nichts für ungut, Wächter. Er ist jetzt sicher irgendwo in der Stadt des Staubs. Als würde er dort einen Käufer für das gestohlene Buch finden. Die kennen doch seinen Wert gar nicht. Ja, das erzähl mal nicht so oft. Ich hoffe, dass für diese ganzen Zwerge, sollte Balan an die Macht kommen, das Ganze sich doch ein bisschen anders darstellt und diese Kasten einfach aufgelöst werden. Kastensystem bringt einfach nichts. Hallo, Orta. Oh, Verzeihung. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Nicht, dass ich wirklich helfen könnte. Ich kenne die Bibliotheken selbst nicht sehr gut. Ich stelle nur einige Nachforschungen an. Und was für Nachforschung? Ich suche eigentlich etwas über den Ordenteig. Wir haben ihn während der letzten Verderbnis verloren und es gibt darüber kaum noch Unterlagen. Orten war ein altes Adelshaus, das von dem Paragon Orten abstammte, der das große Epos von den sieben Brüdern und die Ortanische Symphonie komponiert hat. Die Familie meiner Mutter glaubt, dass wir von Kelana Orten abstammen, die gerade in Orsamar ausgebildet wurde, als der Teig fiel. Ich wurde sogar nach dem Haus benannt, Orta. Unglücklicherweise lägen alle Unterlagen in den Ruinen des Teigs, irgendwo in den tiefen Wegen. Ich könnte versuchen, sie zu finden, wenn das Geld stimmt. Ihr seid kastenlos. Was wisst ihr schon über den Kampf gegen die dunkle Brut? Wow. Es sind nicht einmal Expeditionen geplant, bevor das mit der Wahl geklärt ist. Andernfalls braucht ihr eine Sondergenehmigung von der Versammlung oder einem Lord. Hallo, ich bin ein grauer Wächter. Boah, was bist du ein Ekelhaften.
Ich hoffe, Belen stampft dich in den Boden, und zwar mit Sack und Pack. Ein grauer Wächter? Mutter sagte immer, wenn jemand den Teig finden kann, dann sind es die Wächter. Ach. Ich hörte, sowohl Prinz Belen als auch Lord Harrimond hätten kürzlich kleine Gruppen hinausgeschickt. Ja, wenn ihr den Teig findet und dort irgendwelche Unterlagen, sollte das ausreichen, um zu beweisen, dass ich eine Adlige bin. Wenn das ginge, wenn ihr danach suchen würdet, das wäre zu schön. Wenn ich sie finde, dann werde ich sie noch tiefer in den Teig verstecken. Naja, okay, ich bringe sie dir. Aber nur, weil es Legendenpunkte gibt. Nicht, weil du sympathisch bist. Ekelhaften. Über die tiefen Wege. Oh Gott, ich habe länger schon nicht mehr die Codex-Einträge gezeigt, ne? Wohlschmeckende Nacks. Liliana, hast du das gehört? Wohlschmeckende Nacks. Über politische Strukturen von Orsama. Ja, aber so mit wohlschmeckenden Nacks und so, ich meine, es gibt ja auch in unserer Welt, ne, wohlschmeckende Schweine und durchaus Leute, die sich Schweine einfach als Haustier halten. Über die Religion der Zwerge. Wand der Erinnerung. Gibt das auch einen Kodex-Eintrag? Natürlich gibt das einen Kodex-Eintrag. Oh mein Gott, ich kann euch wieder Codex-Einträge zeigen, noch und nöcher. Halt, da war ein Buch. Traditionelle zwergische Volkslieder oder was stand da? Ich hab's nicht mehr ganz gelesen. Was ist euer Begehr? Wow, Stan, lass mir in Ruhe. Wie ihr wünscht. Mann, dass die sich immer da vorstellen. Vor allen Dingen Stan, der ist ja ein kleiner Riese, ne? Ein kleiner Riese. Die Suche nach dem wahren Propheten. Ist das wohl ein Geschenk für Liliana? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Jedenfalls habe ich schon eine ganze Menge Geschenke hier zusammengesammelt. So, und nun bat uns ja Brüder Borkel. Als ich diese Halle das letzte Mal durchschritt, war Endrin König und Orsamar lebte in Frieden. Die Erinnerungen berichten oft davon, wie schnell Veränderungen über uns hereinbrechen. Aber sie mitzuerleben, ist etwas anderes. Entschuldigung, Wächter. Ich sollte eine Fremde nicht mit solchen Gedanken belasten. Ich bin Sibor, der Bewahrer der Erinnerungen. Oh ja, endlich einer, der weiß, dass ich würdig bin, vernünftig angesprochen zu werden. Der Besuch des Grauen Wächters ist in den Erinnerungen verzeichnet, ebenso wie alle eure Gefährten. Erzählt mir ein bisschen über Orsama, Lord Bewahrer. Fragt, und ich werde nach bestem Wissen antworten. Was ist der Unterschied zwischen einem Ahnen und einem Paragon? Alle Zwerge kehren nach ihrem Tod als Ahnen zum Stein zurück, um auf ewig ihre Familien zu begleiten. Aber nur alle paar Generationen steigt einer zum Paragon auf. Ein Paragon ist ein Zwerg, dessen Leistungen Orsama so sehr verändern, dass die Versammlung feststellt, dass seine Geburt gesegnet war. Sie werden als lebende Ahnen verehrt und gründen ein neues Adelshaus, das für immer ihren Namen trägt. Und so etwas war auch Branka, richtig? Branka ist ein Paragon, jetzt ebenso wie im Tode. Sie wurde als Schmiedin geboren, aber ihre Erfindungen erregten bald das Interesse der Versammlung. Noch vor ihrem 20. Lebensjahr hatte sie eine rauchlose Kohle geschaffen. Die Kohle kann in einer Höhle ohne Belüftung brennen und niemand bekommt davon Atemnot. Dafür wurde Branka zum Paragon. Das war es, was Branka erfand. Nix mit Metall, was ich in der letzten Folge angesprochen hat. Sie hat eine nicht rauchende Kohle entwickelt. Jetzt stellt euch das mal in unserer Welt vor. Ja, eine nicht rauchende Kohle. Ihr Frauen, eure Männer würden doch gar nicht mehr aufhören zu grillen, selbst im Winter, in der Wohnung. Seid froh, dass es sowas nicht gibt. Also, wie ist das Kastensystem entstanden?
Unsere Legenden besagen, dass 7 Brüder unser Reich begründet haben. Der jüngste von ihnen, Bloadlik, war der klügste und wurde zum König ernannt. Seine Kinder bildeten die Adelskaste. Der älteste, Kiotschet, bildete seine Söhne dazu aus, ihren König zu verteidigen. Sie wurden zur Kriegerkaste. Schottkia begründete die Handwerker. Orsatia schmiedete unsere ersten Schwerter. Orsama hat die Minenschächte gegraben, aus denen später unsere Stadt entstand. Die Zwillinge Koapa und Nakt gründeten Handelshäuser. Doch Nakt wurde im Kampf verwundet und schwor nach seiner Genesung, den Söhnen seines Bruders zu dienen. Also gründete er die Dienerkaste, ja? Und die Kastenlosen, so wie ich? Die Kastenlosen stammen von Verbrechern ab. Oder wurden von ihrer eigenen Familie verstoßen. Oder sie gingen an die Oberfläche und lebten nach Menschenrecht. Sie haben keine Ahnen, die sie lenken. Und keine Familien, die sie aufnehmen. Sie hätten nicht geboren werden sollen. Ihre Eltern haben trotz der Schande verfluchte Kinder in die Welt gesetzt. Boah. Es ist besser, wenn sie jung sterben. Hey, sei nicht so gemein. Hätte das auch mit mir geschehen sollen, du fiesen Möpp? Es tut mir leid. Ich spreche mit euch als Wächter, aber ich kann nichts über eure Annahme sagen, schon einmal in Orsama gewesen zu sein. Eure Anwesenheit ist in den Erinnerungen nicht verzeichnet. Ihr existiert nicht. Na klar doch, du Ekelhaften. Ich will mich weiter mit dir unterhalten. Ah, ihr seid zurück, Wächter. Möchtet ihr noch mehr aus Orsamas Erinnerungen erfahren? Ja, da war noch was. Fragt, und ich werde nach bestem Wissen antworten. Könnt ihr mir ein wenig über die Geschichte von Orsama erzählen? Vielleicht können die Bücher hier euren Mangel an Aufmerksamkeit gegenüber euren Ältesten ausgleichen. Wir waren einst ein großes Reich, und unser Land erstreckte sich über die gesamten tiefen Wege. Hauptstadt war damals Karl Scharok. Aber wir verloren zu viele Schlachten. Wir verloren unsere Golems und unser Land. Heute besteht das Reich aus Tunneln in Ruinen, voll mit dunkler Brut. Wo ist Karl Scharok? Auf der anderen Seite des Alten Reichs. Die Könige von Orsama wussten bei der letzten Verderbnis, dass sie nicht alles halten konnten. Sie haben die tiefen Wege versiegelt und alle in den weit verstreuten Siedlungen im Stich gelassen. Doch nur so konnten sie überleben. Karl Scharok hat als einzige andere Stadt die Verderbnis überstanden. Wir haben sie erst kürzlich wiederentdeckt. Und sie haben uns nicht verziehen. Und wie habt ihr eure Golems verloren? Paragon Carradine, der genialste Schmied aller Zeiten, hat die Golems erfunden. Sie waren über Jahre unsere Waffe gegen die dunkle Brut. Ein Golem ist im Kampf so viel wert wie ein Dutzend Zwerge. Aber Carradins Teig lag weit entfernt, in den tiefen Wegen. Als er fiel, verloren wir das Geheimnis zur Herstellung der Golems. Es gibt Bücher darüber an diesen Wänden, wenn ihr mehr wissen wollt. Erzählt mir, was genau ist ein Teig? Oberflächler nennen es Kolonie. Ich glaube, ich habe genug gehört jetzt von euch. Eure Anwesenheit wurde in den Erinnerungen vermerkt. Ich wüsste gerne, welche Bedeutung sie hat. Natürlich wüsstest du das gerne, aber Hauptsache von Radegundis ist nichts bekannt. Der Wächter natürlich, aber Radegundis, wen interessiert schon Radegundis, ha? Ah, ihr seid zurück, Wächter. Möchtet ihr noch mehr aus Orsamas Erinnerungen erfahren? Nein, will ich nicht. Ich erbitte eure Erlaubnis, hier eine Kirche gründen zu dürfen. Das ist ein seltsames Ansinnen. Sind euch in eurer kurzen Abwesenheit die Oberflächler so sehr ans Herz gewachsen? Moment mal, mein Freund. Du hast behauptet, ich sei gar nicht verzeichnet in deinen Büchern. Woher willst du überhaupt wissen, dass ich nur ganz kurz weg war? Ha? Ich komme im Namen von Bruder Burkel, einem Kleriker aus Redcliffe. Das dachte ich mir. Er trägt diese Bitte nicht zum ersten Mal vor. Meine Antwort an Bruder Burkel ist dieselbe,
Und ich frage auch euch, aus welchem Grund sollte ich die Ahnen beleidigen und mit 2000 Jahren Tradition brechen? Ja, die Mildtätigkeit der Kirche könnte Orsama eine große Hilfe sein. Was hältst du denn davon? Von welcher Mildtätigkeit sprecht ihr? Die Kirche kümmert sich um Witwen und Waisen. Eigentlich sind dafür die Verwandten zuständig. Aber manchmal kommt es leider nicht dazu. Also gut, er darf wunschgemäß Gebetstreffen abhalten, aber nicht seinem Gott einen neuen Tempel bauen. Wenigstens kommen diese Worte dann von einem von uns. Also, gibt es noch etwas? Nein, ich mag dich nicht. Ich werde diese Unterhaltung den Erinnerungen hinzufügen. Hoffentlich bereue ich das nicht. Ja. Ich hoffe doch. Hauptsache, ihr bittet Radegundes Bücher zu besorgen. Na klar doch. So, aber hier war dann erstmal alles, jawohl. Das heißt, jetzt könnte ich auf ins Adelshaus. In das Haus der Versammlung natürlich. Und ich hoffe, dass ich da auch wieder auf unsere Schwester treffe. Aber nicht ohne diesen adlige Zwergin. Chaka. Geht doch. Teufel und eins. Her mit dem Zeugs. Die Wachen bestehle ich lieber nicht. Aber gegen diesen Adligen spricht doch bestimmt nichts. Chaka. Ist das meine Schwester? Nein, das ist eine äußerst unbeliebte Adlige mit Sicherheit. Die ist total unbeliebt. Die mag keiner. Hey, bleib hier. Hey, du klein fies Möp. Jetzt bleib doch mal stehen. Oh, okay, bin weg. Es war auch sehr auffällig, dass Radegundes so lange hinter ihr hergegangen ist. Was ist euer Begehr? Wow, Stan, geh mir einfach aus dem Weg. Wie ihr wünscht. Ernsthaft, Gottes Willen. Ah, der graue Wächter. Rika hat mir schon viel von euch erzählt. Ich hörte, ihr ersucht um die Hilfe von Orsamas Besten. Ja, so ist das. Ich brauche übrigens Unterstützung gegen die Verderbnis. Ja, der Vertrag. Ich habe ihn in der Bibliothek der Bewahrer gesehen. Das Problem ist nur, dass diese Verpflichtung ausschließlich für unseren König gilt. Und so etwas haben wir im Moment leider nicht. Das ist sehr bedauerlich. Könnte ich vielleicht mit Prinz Beelen sprechen? Harrowmont versteckt sich hinter seinem guten Ruf, schickt aber Spione und Meuchelmörder. Beelen weiß nicht, wem er vertrauen kann. Es ist für Beelen wie ein Messerstich ins Herz, dass so viele Männer seines Vaters zu dem Thronräuber halten. Ich verstehe. Ich schwöre hoch und heilig. Bei den Ahnen und sämtlichen noch lebenden Ahnen, den Paragons, dass ich kein Spion bin. Wärt ihr bereit, das zu beweisen? Harrowmont ist sich in Bestechung und Nötigung ergangen, damit jedes Haus in seinem Sinne handelt. Aber wenn eine neutrale, fremde Partei an einige wichtige Mitglieder herantrete mit unverrückbaren Beweisen über Harrowmonts Betrug, mein Prinz würde sich dann bestimmt dankbar erweisen. Ich verstehe, was denn genau für Beweise? Harrowmont hat dasselbe Stück Land zwei verschiedenen Dashiers versprochen, Lady Dace und Lord Helmy. Harrowmont kann das Land nicht beiden geben, aber das werden sie erst nach der Wahl herausfinden. Ich habe Kopien der Schuldscheine, die Harrowmont den beiden gegeben hat. Wenn sie sie gesehen haben, überdenken Sie vielleicht Ihre Wahlentscheidung. Und woher habt ihr die Schuldscheine? Das ist unwichtig. Ihr könnt sagen, ihr hättet sie auf der Suche nach eurem Vertrag in der Bibliothek der Bewahrer gefunden. Könnt ihr das nicht einfach irgendwo melden? Normalerweise beschäftigen sich die Bewahrer mit solchen Vorwürfen. Wie ihr sicher noch wisst, finden sich in ihrer Bibliothek all unsere Gesetze und Unterlagen. Sie sind in dieser Sache letztlich die Schlichter.
Doch der wichtigste von ihnen, der Bewahrer der Erinnerungen, hat leider einen Großvater, der ein Vetter ersten Grades von Lord Harrowmonts Tante ist. Natürlich ist von ihm keine vorurteilsfreie Bewertung zu erwarten. Ich verstehe. Nun gut, er würde wegen eines entfernten Verwandten seine Pflicht vernachlässigen? Ich weiß von eurer Schwester, dass ich euch über die Wichtigkeit der Familie nichts erzählen muss. Ja. Der Bewahrer ist parteiisch, und wenn ihr Prinz Belens Hilfe wollt, müsst ihr zeigen, wo eure Loyalität liegt. Werdet ihr es tun? Nun denn. Also gut, ich gehe zu Lady Dace und Lord Helmy. Lady Dace verlässt ihre Gemächer nur selten, aber Lord Helmy ist abenteuerlustig und oft in der Schenke anzutreffen, im Ständeviertel. Aber sagt ihnen nicht, dass ihr die Papiere von mir habt. Ihr habt davon erfahren und eigene Rückschlüsse gezogen. Natürlich. Ich habe irgendwann mal gelesen von einem Buch, das mir irgendeiner geschenkt hat. Hallo, Rika. Ich wusste, dass Wartek dir helfen kann. Und warte nur, bis du Prinz Balin kennenlernst. Du wirst ihn mögen. Das könnte so sein, ja, das könnte so sein. Aber erzähl mir etwas über meinen Neffen. Endlich fragst du. Er ist wunderschön mit riesigen braunen Augen und sehr schlau. Er weiß bereits, wer sein Vater ist. Sein erstes Wort wird sicher Prinz sein. Aber dein Blick, ich weiß schon. Erledige erstmal, was du zu erledigen hast. Wir reden später. Wie sind Wartek und Belen verwandt? Gar nicht. Oh. Gavorn ist ein unbedeutendes Haus, das Belen jedoch immer unterstützt hat. Warteks Sohn wurde vom Haus Edukin aufgezogen, was eine große Ehre ist. Belen hat versprochen, dass Andrin mit 12 Jahren dort auch ein Jahr verbringen wird. Ah, verstehe. Weißt du etwas über diese Lady Dace? Nicht viel. Sie soll sehr praktisch veranlagt sein und kümmert sich um die großen Zusammenhänge nur so weit, wie sie ihr eigenes Haus betreffen. Wartek spricht lobend über ihre Hingabe. Gibt es etwas, das ich über Lord Helmy sonst noch wissen sollte? Seine Mutter ist schon recht betagt und hat ihm ihren Sitz in der Versammlung übertragen. Viele der Adligen halten ihn für eine Enttäuschung. Er hält die unteren Klassen tatsächlich für respektabel. Man könnte ihn fast mögen, wenn er nicht so lautstark Harrowmont unterstützen würde. Wie, er möchte die Kasten abgeschafft haben, ist aber für Harrowmont, das verstehe ich jetzt nicht. Ich sollte dann wohl jetzt gehen. Dann los, ich werde dich nicht davon abhalten, meinem Haus einen Dienst zu erweisen. Ich sage das einfach so gern, mein Haus. Oh, sie ist so glücklich. Sie ist so wahnsinnig glücklich. Die Versammlung tagt gerade. Wenn ihr leise seid, könnt ihr hinein und zusehen. Na dann, machen wir das doch. Ja, in Ordnung. Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt, eher pflanze ich euren Kopf auf eine Speerspitze. Das hier ist Lords und Ladies der Versammlung. Ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Besser ist, das ist ja unglaublich, wie die sich zanken. Schlimmer als kleine Kinder. Wunderbar. Gut, dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns mal noch um Lady Dace. Da stand schon wieder der. Weißt du was, Großer? Du wirst mal ausgetauscht. Was steht da? Ausgedient. Ja. Komm her.
Vielleicht gibt's da ja noch ein paar Gespräche. Lady Days, die war doch hier irgendwo. Oder bin ich? Oh, Dulin. Wer bist denn du, Dulin? Wo tauchst du denn plötzlich auf? Ich hörte schon, dass ein grauer Wächter in der Stadt ist. Ich bin Dulin Forrender, Berater von Lord Harrowmont, dem von König Andrin bestimmten Thronfolger. Es geht das Gerücht um, dass der Oberfläche eine Verderbnis droht. Eine Schande, dass wir derzeit außerstande sind, zu helfen. Ich habe einen Vertrag der Orsamer eigentlich zur Unterstützung gegen die Verderbnis verpflichtet, aber... Tja... Was soll ich dazu sagen? Dazu wird's wohl erstmal nicht kommen. Mag sein. Und die Oberfläche ist sicher in großer Gefahr. Aber selbst wenn morgen die Welt untergeht, kann Lord Harrowmont Balen heute nicht ignorieren. Er kann niemandem trauen, der seine Loyalität nicht unter Beweis gestellt hat. Ah, verstehe. Was soll ich tun, Balen öffentlich anprangern? Wenn ihr zeigen wollt, dass ihr Balen keine Loyalität entgegenbringt, dann arbeitet in Harrowmonts Namen gegen ihn. Balen hält heute ein Tornei ab, angeblich zum Gedenken an seinen Vater. Die Dashiers nehmen es sehr ernst. Unglücklicherweise konnte Balen die besten Kämpfer des Hauses Harrowmont erpressen oder einschüchtern, sodass sie nicht daran teilnehmen. Und ich soll in Harrowmonts Namen am Tornei teilnehmen? Das war schon mal ein ganz großer Fehler. Eure Loyalität wäre damit jedenfalls eindeutig geklärt. Aha. Und das soll euer König werden? Einer, der seine eigenen Männer nicht davon abhalten kann, zu fliehen wie verschreckte Hühner? Lord Harrowmont führt seine Leute nicht durch Drohung oder Einschüchterung, sondern er ist ihnen ein Beispiel. Ah, verstehe. Er kauert vor diesem Prinz Balen im Staub und sie machen es jetzt nach. Ihr wagt es, Lord Harrowmont zu beleidigen? Warum sollten wir mit jemandem ein Bündnis schließen, der zu ängstlich ist, uns eine Audienz zu gewähren? Ich verstehe, was ihr meint. An eurer Stelle würde ich mir einen stärkeren König suchen als diesen Harrowmont. Ihr meint doch wohl nicht Balen. Severin, ich glaube, ihr habt völlig recht. Dann haben wir beide uns nichts mehr zu sagen. Schön, dass ich dich dabei hatte, Severin. Das war eine sehr glorreiche, gute Idee. Ich hatte Severin tatsächlich noch nie hier dabei. Ey. Wahnsinn! So. Andeutungen über Lord Balen bringen die Wahrheit ans Licht. War womöglich Harrowmont an König Andrins Tod schuld? Schockierende Vorwürfe! Ja, finde ich auch. Neraf. Ja, in Ordnung. Jawoll! So, Lady Days, ich habe da etwas für dich. Was wollt ihr? Seid ihr eine dieser unermüdlichen Adelsjägerinnen? Weder meine Söhne noch ich sind interessiert. Mir fehlen die Worte. Seid ihr Lady Days? Ja. Und welche Angelegenheit führt euch zu mir? Harrowmont versucht euch zu betrügen. Eine interessante Anschuldigung. Aber um mich zu betrügen, müssten Harrowmont und ich doch Geschäftsbeziehungen unterhalten, oder? Ach, habt ihr das etwa nicht? Er hat Lord Helmy und euch das gleiche, oder besser gesagt dasselbe, Stück Land versprochen. Das ist lächerlich. So einen offensichtlichen Fehler würde Harrowmont niemals machen. Nicht? Was habt ihr für Beweise? Ihr solltet euch einmal diese Papiere ansehen. Nun... Ein Oberflächenflugblatt sieht anders aus. Woher habt ihr die? Schon gut. Es stimmt. So viel steht fest. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Das Geschäft fand im Namen unseres ganzen Hauses statt. Nur mein Vater kann es auflösen. Aha. Und wo ist er? Ich zeige ihm gerne auch die Papiere. Er führt gerade eine Expedition in den tiefen Wegen an, um einen alten Teig zu sichern. Er wird vor der Wahl nicht zurück sein. Aber womöglich ist das wichtig genug, um ihn in den Tunneln zu suchen und zu unterrichten. Die Days-Familie stünde tief in eurer Schuld. Wie kann ich herausfinden, wo euer Vater gerade ist? Er hat eine alte Stätte der Edukin durchsucht. Er hat mir diese Karte gegeben, für den Fall, dass seine Expedition nicht zurückkehrt. Ich gebe euch auch einen Passierschein.
Normalerweise darf niemand die Frontlinie überschreiten. Bedeutet das, ihr werdet gehen? Ja, ich werde, sobald es geht, aufbrechen. Belens Sieg bedeutet euch also genug, um euer Leben dafür zu riskieren? Interessant. Natürlich, schließlich möchte ich, dass meine Schwester glücklich ist. Das wäre erstmal Lady Days. Adal Helmi. Adal Helmi, du hast doch bestimmt etwas, was mich interessieren könnte. Außenseiter wie ihr machen immer nur Ärger. Ah, sei ruhig, Zwerg. Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Orsama leidet und braucht einen König. Ja, das weiß ich, das habe ich mitgekriegt. Jetzt gib mir, was du dabei hast. Von Dori und eins. Alle? Gut, dann gehen wir mal raus hier. Oh, wer hatte denn da einen Stufenaufstieg? Ist das etwa der kleine Severin? Ist ein Ding. Wunderbar. Und den Lord. Lord, ohne Sinn und Verstand, der war in der Kneipe, ne? Zu dem gehe ich noch und dann würde ich sagen, wird es mal leider Gottes mal wieder Zeit für einen kleinen Schnitt. Bruder Burkel, du Gütigster. Andraste lehrt, dass Geduld ein Kind der Weisheit ist. Aber bitte sagt mir doch, ob ihr dem Bewahrer gesprochen habt. Er hat zugestimmt, dass ihr Gebetstreffen abhalten dürft. Aber ihr dürft kein Tempel in Orsama bauen. Oh, der Erbauer sei gepriesen. Ihr schreitet wahrhaftig im Licht. Ich habe schon einen Bekehrten unter den Händlern gefunden, der sein Geschäft als provisorische Kirche angeboten hat. Direkt bei der Schenke. Bitte, kommt zu unserer ersten Messe. Na klar, das passt doch. Das ist wie im wahren Leben. Die Kirche steht auch immer direkt neben der Kneipe oder umgekehrt. Ah, schön. Wundervoll. So, Lord Helmi. Du willst, und da hinten steht zum ersten Mal Orgrin. Du willst unbedingt Harrimond unterstützen, weil er dich besticht, weil eigentlich bist du gegen die Kasten. Hä? Ich hatte euch nicht zurückerwartet. Ihr habt wohl erkannt, dass man in Orsama nur hier etwas Spaß haben kann. Ich habe Neuigkeiten über Harrimond. Er treibt ein falsches Spiel mit euch und Lady Days. Ach, ich sollte wohl Beweise fordern oder fragen, was euch das angeht, aber ich habe es so satt. Und überrascht bin ich auch nicht. Ich will das Land gar nicht, aber mein Haus würde mich hinrichten, wenn ich es ablehnen würde. Verantwortung, wisst ihr? Jetzt muss ich die Abmachung zurückweisen und dann handeln beide Parteien etwas Neues aus. Und ich hatte gehofft, es würde ein schöner Tag. Dann wählt ihr also jetzt Biel, richtig? Aber er soll seinen eigenen Bruder getötet haben. Das ist schlimmer als betrügerische Landgeschäfte. Obgleich mein Haus das vermutlich anders sieht. Orsama braucht einen starken und strengen Herrscher. Außerdem, meine Schwester ist kastenlos und Bielen hat sie zu seinem... Das sollte ich ihm vielleicht nicht erzählen. Ach ja? Manchmal frage ich mich, ob gerecht und klug nicht besser wäre. Aber die sind wohl schwerer zu finden. Ja, ich glaube, er mag Belen trotzdem nicht. Naja, ist ja auch egal, denn wenn ich dann so auf den Wecker schaue, würde ich sagen, wird es wieder Zeit, einen Schnitt zu setzen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!